Hallo, heute sind wir im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf. Wir stehen hier im Aquazoo Löbbecke Museum vor dem Aquarium der gewöhnlichen Krake Octopus vulgaris. Die gewöhnliche Krake ist ein echter Kosmopolit und kommt weltweit in den Meeren der tropischen und gemäßigten Zone vor. Die Art besiedelt dabei das Benthos, also die Bodenregion von den Küsten hin bis zum äußeren Rand der Kontinentalschelfe. Sie fühlen sich in geringen Tiefen, aber auch in Tiefen von bis zu 200 Meter pudelwohl. Und genau dieser Lebensraum wird hier in diesem Aquarium abgebildet. Und so fühlt sich dieser Wirbellose hier pudelwohl. Die gewöhnliche Krake ernährt sich hauptsächlich von Krebstieren und Weichtieren. Und das kann man jetzt ganz gut sehen. Hier, wo sich die Arme treffen, ist dann der Mund der Krake. Und wir können auch in diesem Video ja eine Fütterung sehen. Und da sieht man auch sehr gut, dass das Futter der Krake genau in diesen Bereich gegeben wird. Das Live-Erlebnis dieser Tiere, die Live-Beobachtung solcher Kraken, ist natürlich immer auch für die Besucher ein besonderes Erlebnis, weshalb sich gerne die Kraken zu Besucherlieblingen entwickeln. Das ist auch sehr wichtig in einer Zeit, in der sich die Öffentlichkeit immer mehr von der Natur entfremdet, weil viele tatsächlich ja Tiere meistens eher im tiefgefrorenen Zustand erleben im alltäglichen Leben, aber Zoos und Aquarien können hier ein unglaublich wichtiger Ort sein, wo sich Menschen live über die Tiere informieren können und sie vor allem direkt und ohne irgendwelche zwischengeschalteten Medien direkt erleben können und so ein authentisches Erlebnis dieser Tiere bekommen und sie eben nicht nur als ja, Gebrauchs- oder Nutztiere kennen, sondern tatsächlich als Wildtiere, wie sie leben, wie sie sich verhalten und wie sie hier tatsächlich auch ein unglaublich schönes Bild abgeben, was man, glaube ich, im Verlaufe des Videos und auch im Verlaufe der Fütterung, die wir ja sehen können, enorm gut nachvollziehen kann. Die gewöhnliche Krake besitzt einen Tintensack, aber keine Schale, wie etwa Sepien das haben, sondern ist tatsächlich ganz flexibel und beweglich. Besonderer Eyecatcher dieser Tiere sind natürlich die Arme mit den Saugnäpfen, die in zwei Reihen dort angeordnet sind. Und gerade bei der Fütterung haben wir auch gesehen, wie sich tatsächlich diese Saugnäpfe auch an der menschlichen Hand festsaugen können. Das kann man durchaus als Geste der Zuneigung zwischen Tier und Mensch deuten, weil tatsächlich auch darauf geachtet wird, dass Mensch und Tier hier im Aquazoo Löbbecke Museum ein positives Verhältnis, eine positive Beziehung zueinander haben. In der Natur werden Kraken um so 2 Jahre alt, aber hier in Menschenobhut und bei bester Pflege können sie bis zu 3 Jahre alt werden. Schreibt
jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.